Jo, Freunde, was geht? Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich die Seite onlyskins.com entdeckt. Ich habe jetzt den oberen Teil von meinem Browser weggemacht, weil ich habe da so viele Tabs offen. Das müsst ihr nicht alles wissen. Und das ist. Die Seite ist so aufgebaut, man kann hier sein Geld adden, entweder von PayPal, Paysafe Card, G2A, geht alles. Was nicht geht, ihr könnt keine Skins draufladen, die einen Wert haben. Und was man hier sozusagen kaufen kann, es gibt ja. Scheiße, ist das laut. Es gibt hier einmal die vier Standard Cases, das wäre die M4A1S Case, die M4A4 Case, die AWP Case. Und die AK-Case. Ja, gut, wie alle kosten 2 Euro, bis auf die AWP, die kostet 3 Euro. Was kann man da alles rausbekommen? Dann gibt es noch diese Cases, also die ganz normalen, kosten 2 Dollar, also weniger wie normal, wenn man das mit. Wenn man das mit. Also, oder über Steam macht. Und es gibt auch noch Special Cases, die kosten aber mega viel. Hier gibt es zum Beispiel bloß Restricted Cases, also nur lila, wo zum Beispiel auch sich Icarus-Fell drin ist. Pff, was ist noch teuer? Die Overgrowth ist teuer, wenn sie Factory New ist, oder die Nuclear Threat. Dann gibt es noch eine Virtus Pro Covered Case, also nur rot. Da überlege ich mir vielleicht nur ein bisschen mehr Geld drauf zu laden. Aber das werden wir dann noch sehen, weil 15 Dollar ist schon einiges. Aber was man halt hier, man kann oder man hat sozusagen, ich weiß nicht in welcher Condition, ob man da jetzt nur Battles Card rausbekommt. Aber man kann natürlich hier. Ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht genau die Preise von denen, aber so ein bisschen so um die 50% kann man hier schon Gewinn machen. Und noch die G2A Classified Case, wo nur Pinke drin sind. Ja, zum Beispiel die Poseidon oder die Masterpiece oder die Knight. Aber natürlich auch Low Skins wie hier Bendel Tiger oder was weiß ich. Aber ich würde sagen, wir machen. Ich würde anfangen mit der AK-Case. Ja. Muss es auf jeden Fall mal kurz leiser machen. Alter Schwede. So. Eigentlich immer noch zu laut. Ich weiß nicht, warum man das so laut macht. So, jetzt ist gut. Da sieht man immer, was die Leute so bekommen. Ich würde einfach mal anfangen mit einer AK-Case. Und man kann diese Sachen sozusagen, wenn man das. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Wir open mal eine. Oder auch nicht. Leckt. Okay. Nochmal. Open this case. Jetzt haben wir zwei geöffnet. Ja gut. Und ja, also das ist das natürlich. So, jetzt kann man entweder sagen, ich möchte diesen Skin haben oder ich verkaufe ihn. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, ich verkaufe den wieder. Next try. Man kann hier natürlich gute Sachen rausbekommen, aber man kann natürlich auch den kompletten Bullshit rausbekommen, wie zum Beispiel noch eine Elite-Build. Ja. Kann ich zum Beispiel wieder sagen. Verkaufen und dann geht es immer so weiter. Man kann natürlich auch irgendwann mal Profit machen daraus, selbstverständlich. Und was bekomme ich? Eine Kartell. Wie viel ist die wert? 2 Euro oder 2 Dollar. Haben wir die Kiste schon mit drin? Ja. Und ich würde mir auf jeden Fall, warum die Frontside Miss. Ja, natürlich musst du jetzt noch auf die Safari Mesh springen, selbstverständlich. Selbstverständlich.
Wenn das hier, weil ich habe keine Ahnung, warum die Frontside Misty rot ist. Und. Ach. Stimmt. Was denn sonst? Next try. Ich hoffe natürlich, also die Seite ist natürlich klar in dem Vorteil, dass sie versuchen, natürlich Gewinn draus zu machen. Fire Serpent wäre natürlich ein Wunder gewesen, wenn das gekommen wäre. Also, das wäre ja echt monströs. Und es ist eine Safari Mesh, was ein Wunder. Was ein Wunder. So, jetzt leckt's wieder. Macht man da wieder rausgehen, oder? Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit der M4A4. Auto, AWP. Ah, ich hab kein AWP-Skin. Machen wir mal hier. Ja. Leckt es schon wieder? Ah, ne. Knives sind natürlich auch drin, das finde ich ja total krass. Dass da auch Knives drin sind. Oh, eine Pit Viper. 1,20, naja. Eine Asim. Ja! Natürlich! Hässliche Fotze! Warum leckt es so? Ist das meine Internetverbindung oder? Hallo. Nochmal. Und wetten, es wird wieder irgendwie. Ah, na selbstverständlich. Was denn auch sonst? Safari Mesh, Safari Mesh, Safari Mesh. Okay. Mit dem haben wir überhaupt kein Glück. Los. Was ist denn hier drin? Royal Cyrex, Masterpiece Knight. Machen wir mal. Öffnen wir mal die. Die Seite geil. Ist die Seite geil. Da hat jemand eine Atomic Alloy gezogen. Also wird es in nächster Zeit natürlich Bright Water. 3,99. Oh, verkaufen wir. Next try. Eine P90 Trigon hat jemand abbekommen. Nein. Mega. Aber will ich auch nicht. Weil haben wir schon ein bisschen Gewinn gemacht, ja? 2x3 € jetzt. Eine Bowl Forest. Das ist natürlich hart. Uiuiui, hier geht's ja ab, Mann. Öffnen wir mal nochmal neu. Fick dich, jetzt hast du schon wieder 2 € von mir abgezogen, ohne dass ich was bekomme. Ist die Seite scheiße?
Ich frage mich, ob das ja wirklich so. Ob das ja wirklich stimmt, was da oben angezeigt wird. Frage ich mich. Ja, gib mir doch einen Neid. Wie wär's? Wäre doch viel besser wie so. Bubble Forest. Arikamo. Ich glaube, wir probieren nochmal unser Glück mit den AK-Cases. Das ist ja auch, weißt du, wenn du halt dafür bezahlst, dann kriegst du nichts. Wenn du da einen Free-Spin machst, dann kriegst du die geilsten Sachen überhaupt. Ja. Es kann natürlich auch jederzeit, was ich in Knife komme, aber pff, als ob das jetzt hier rauskommt, ja. Ich glaub's ja wohl selber nicht, ja. Ja, man sieht halt so die Frontside Misty herannahen. Dann zack! Nein, doch nicht. Ah. Oh, Safari Mesh, geil. Geil. Ja. Komm schon, bitte! Bitte. Irgendwas, Jaguar geht vorbei. Blue Lemonade. 2 Dollar. Jo, haben wir den Key wieder drin. Der uns jetzt weggenommen wird. Wow! Super! Geil! Ach komm, probieren wir die M4 Cases nochmal. Guck, jetzt passt auf. Free Spin. Was kommt raus? Okay, machen wir nochmal einen Free Spin. Probieren wir unser Glück. Ein Knife. Oh, Evil Dynamo. Jetzt brauche ich irgendwas, das über 86 Cent wert ist. Ah, da öffnet gerade jemand eine Menge. Alles. Ja, Next Try geht nicht. Jetzt probieren wir nochmal einen Free Spin, was jetzt rauskommt. Also bei mir war es immer so, bei Free Spin kommen die geilsten Sachen überhaupt. Ja. Aber das war's dann erstmal fürs Erste. Ich werde mich sicherlich noch öfters hier auf der Seite blicken lassen. Damit gebe ich mich nicht geschlagen, Spiel. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.